Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Deliable TV und ich habe jetzt nach etwas Abstinenz doch die nächste Luftgeldbox mir bestellt. Und ehrlich gesagt, es ist nicht die einzige Box, sondern das sind noch ein paar andere, die im Moment noch hier kommen. Also vor allen Dingen sehr viel Harry Potter ist in nächster Zeit in Planung, sehr viel Magisches. Und eine andere Sache, auf die ich mich allerdings sehr gefreut hatte, war nämlich die South Park Box. Ich bin ein absoluter Fan von South Park. Guckt man nämlich auch heute noch die meisten Folgen an. Vor allen Dingen in den letzten paar Staffeln wurde South Park schon etwas anders als früher. Die meisten Staffeln heutzutage sind jetzt eher so, kann es fast schon sagen, so richtig durchgreifende staffellange Erzählungen. Also so kann man sich eigentlich fast schon so vorstellen wie diejenigen, die sich halt das letzte Spiel angespielt hatten. The Stick of Truth oder der Stab der Wahrheit, hieß es, glaube ich, ja. Und im Prinzip, das komplette Spiel war ja eine komplette Staffel und seitdem sie das Spiel rausgebracht haben, ist eigentlich jede Staffel von South Park so eine ellenlange Storyline, wo man im Prinzip 10 Folgen am Stück angucken muss, damit man halt die Story versteht. Aber immer noch ziemlich zeitaktuell. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, was jetzt halt hier aus dieser Box zur 20. Staffel rauskommt. So, da ist schon einiges. Fängt jetzt hier schon mal direkt an. Also die Box sieht, wenn man sie wahrscheinlich umbaut, so aus wie der Bus. Und dann fangen wir mal an. Das sieht sehr groß aus und das sieht aus wie ein Professor Chaos. Schauen wir mal, machen wir auf. Und das ist ein riesengroßes Teil, muss ich sagen. Oh, ho, ho, ho. Geil. Guck mal da, Professor Chaos. Noch einen, den ich mir schön an die Wand stellen kann. Hinten bei meiner anderen Geschichten. Und dann, okay, das ist, fängt schon mal ganz gut an. So, das ist Nummer 1. So, die zweite. Oh, gehen wir mal weiter zu Nummer 2. Und ich glaube, dann müsste eigentlich, glaube ich, war das nicht irgendwie Cartman sein Lieblings-Kuscheltier, das er immer dabei hatte? Sehr geil, sehr geil. So, dann, das hier ist der Pin. Ja, das ist Randy mit seinen etwas überdimensionierten Eiern. Ich glaube, ich muss das mal rausholen. Vor allen Dingen sind die auch noch beweglich. Sehr, sehr geil. Und schauen wir mal weiter. Also, ist noch einiges. Sehr, sehr geil. Das hier ist mal was zum Kochen. Und zwar ist es vom guten alten Chefkoch, diejenigen, die sich noch an den Chefkoch aus den ersten paar Staffeln erinnern können, bis er irgendwann mal leider aus der Serie rausgeschrieben wurde und damals auch Isaac Hayes leider kurz danach verstorben ist. Also damit könnte man dann irgendwas backen, also im Prinzip so eine Art Mini-Cupcakes, die man damit backen kann. Sehr geil. So, dann kann man da. Das sieht sehr nach Kenny aus. Geil. Ja. Bin mal gespannt, was mich da jetzt erwartet. Jau. Jau. Jau.
wahrscheinlich der offizielle Kenny Gedenkpulli. Ja. Was ist denn? Ziehen wir gerade mal kurz an. Wo ist denn da jetzt hier der Ausgang? Hallo? Hallo? Alter. Der ist sehr kuschelig. Wie ist er? Ja, der hat was. So, wenn ich dann jetzt diesen hier mache. Okay, dann, kann ich dann wirklich so rumlaufen wie Kenny. Genau. So, okay, das ist jetzt hier das hier gewesen. Dann schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Das hier ist eine Sache, die man sich dann schön an die Wand hängen kann. Das ist ein schöner Print. 20 Jahre Cartman. Dass man sich das jetzt auch mal irgendwie... Also noch ein Jahr und South Park ist volljährig. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. So, und wenn wir jetzt gerade mal kurz weiter sind... Ja, genau da. Das hier ist... This is a Safe Space Pros. Safe Space Tape. 1000 Fuß. Ja, damit könnte ich dann, was weiß ich, irgendeine Crime Scene damit irgendwie abdecken. So, und dann mal hier noch was. Was ist denn da? Aha. Das ist eine Medaille. 20 Jahre South Park mit einem quasi hier den vier, wie sie gerade auf dem Bus warten, und vorne quasi hier das Logo für das 20. Jubiläum. Und dann haben wir hier noch ein paar Sticker, die noch dabei sind. Und jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ja, ziehen wir noch ein bisschen hier dazu. Und ja, hier noch so ein kleiner Print. Das hier ist die Stadt, wo dann alles stattfindet. Und was haben wir da nochmal? Kenny McCormick Mysterion Reverse Hoodie. Moment, Moment, da muss ich jetzt ausprobieren. Okay, dann Ketropod 6, Professor Chaos Figure, Glow in the Dark. Deshalb sieht das so ein bisschen komisch aus. So, dann muss ich den jetzt erstmal schön mit dem Licht aussetzen und dann schauen wir mal, ob der dann auch leuchtet. So, dann haben wir hier Jeff Salty Chocolate Ball Silicon Mold. Ja. Clyde Frog Plush Toy. Erste, das ist. Ja, genau. He saved Salma Hayek from a giant metal spider and cat orgy and was torn apart and buried in 1%. Clyde Frog has always been Cartman's favorite toy and has appeared in more episodes than any other Eric Cartman stuffed animals. Ah, und das andere ist das Safe Space Caution Tape aus Staffel 19. Deshalb kann ich mich wahrscheinlich noch nicht so wirklich dran erinnern. Das war nämlich, als der PC Principal aus der 19. Staffel gedacht hatte, er müsste da einen Safe Space irgendwo errichten. Ja. Jo, das ist das. Also habe ich immer noch so mein Schaufragwissen noch auf dem aktuellen Stand. So, und wenn wir dann gerade dabei sind, war ich jetzt hier mal gerade nochmal schnell die Box um. Relativ wurscht, aber guck mal da, nach etwas Arbeit habe ich es dann doch hinbekommen und habe das hier zusammengebaut. Und ja, damit sind wir auch hier. Aha, nee, halt,
wir sind ja noch gar nicht fertig, weil ich kann nämlich jetzt hier nochmal das Ganze hier damit ausklabustern. Und das mache ich jetzt gleich fertig und dann sehen wir uns dann vielleicht bei einem der kommenden Videos. Halt, Moment. Ich wollte erst mal gucken, wie das hier umgekehrt aussieht. So. Weil ich kann ja hier den hier nochmal komplett umdrehen, so dass ich, wenn ich das jetzt hier so umgebaut habe, nochmal von der anderen Seite anziehen. Und dann ist aus einem Kenny ein Mysterion geworden. Geil, ne? So, und an der Stelle sage ich adios, macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal in einem der kommenden Videos wieder. Bis dann, tschüss, euer Kai.